Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mal wieder einkaufen und ich war zuerst bei Müller und habe ich mal geschaut, was gibt es Neues bei Müller bei dieser 3 für 15 Aktion. Und da habe ich mir zum Beispiel viel Blatt und Honey zugelegt. Eben um 5 Euro. Jetzt gibt es schon einen zweiten Teil davon. Ich habe noch keinen von den beiden gesehen. Bin ich sehr gespannt, wie da der Film ist. Weiters habe ich einen Film mehr geholt aus dieser Aktion, den ich schon im Kino gesehen habe. War ein riesengroßer Flop für Marvel, aber mir hat der Film gefallen. Und das handelt sich um Madame Web. Allein Dakota Johnson in der Rolle super hübsch anzusehen, mir die ganze Geschichte gut gefallen. Ja, wie gesagt, um 5 Euro, dann war ich noch beim Mediamarkt und da war der Film um 16 Euro zu haben auf DVD. Somit, wenn mir der Film gefällt, perfekt. Und ein weiterer Comicfilm, den ich auch schon im Kino gesehen habe. Und das war für mich eine tolle Überraschung, nämlich der Film The Flash mit Michael Keaton als Batman. Ein verdammt guter Film, der leider im Kino mal wieder unter Wert geschlagen wurde. Auch ein Paralleluniversum, eine Frau spielt Superman. Film macht Lust und Laune, man weiß nicht, was passiert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Michael Keaton mit seinem Alter, der rockt immer noch. Und da wir gerade von Michael Keaton reden, ich vor kurzem auch mir den Beetlejuice 2 angeschaut habe, der Beetlejuice heißt im Kino, und ich vom ersten Teil fast nichts mehr gewusst habe, habe ich mir gedacht, ich besorge mir die Blu-ray vom ersten Teil. Und das habe ich beim Mediamarkt um 10 Euro gemacht. Bin ich auch sehr gespannt auf die Sichtung. So, das war schon wieder mit dem Sammlungsupdate. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder bei einem anderen Video von mir. Tschüss, ciao und Servus.